Was soll ich sagen? Herzlich willkommen bei Ostblock am V. Wir sind jetzt hier in, wie hieß das hier nochmal? Friesack? Laso. Nee, Fried. Nee. Wie heißt das Nest hier nochmal? Wo sind wir jetzt hier? Hallo. Erstmal rübergehen. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, sind wir jetzt hier bei Candy Customs, ne? Oha! Boah, Siedlung, Alter! Aber Gastfreundschaft ist wirklich vorhanden, oder? Ja. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier von euch? Also so, was der jetzt hier sieht, so ist die Gruppe eigentlich. Die Gruppe. Anfang hat immer mit drei. Genau. Wer hat eigentlich mal mit dem ganzen Candy... Er hat damit genau. Ursprünglich, okay. Marilyn war die erste. Ja. Die war früher mal lila und gold und so. Und dann ist irgendwann mal mit dem Roller hochgekommen, weil Ina gesagt hat, fahren wir zu Max, der macht hier einen Rollerschick. Und dann sind wir ein Fahrwerk rausgeflogen, haben wir erstmal einen Dreck gekloppt. Ja. Dicke Felgen. Okay. Und dann, so hat das alles angefangen. Immer mehr. 50 haben wir als nächstes, glaube ich, ne? Ja. Den Wasser gekühlt. Aber dass ihr alle so diesen Spleen habt, so diesen Extremumbau zu machen. Ja. Weißt du? Wir sind halt alle mit Mopeds aufgewachsen, ne? Ja. Die ganze Zeit. Aber ihr kommt alle hier aus einem. Na, fast alle. Also, ich sag mal so. Ja, ja. Keiner wohnt mehr als 10 Kilometer weg, glaube ich. Auf keinen Fall. Ja, wie fangen wir an? Na, den fahren würde ich sagen, wa? Jeder eben Bock. Ja, dann fahren wir jetzt vorne zur Straße. Ja, ich glaube, wir müssen eh was schieben zur Straße, oder? Ich glaube auch. Die machen sich auf jeden Fall gar keinen Stress, Alter, ganz ehrlich. Ich geh nach vorne, ne? Okay. Was sagst du dazu? Ja, manchmal gute Aufnahmen. Ja? Kann auch die anderen noch rausholen, ja. Machen wir mal eine Tour, eine Runde, wo noch mal ein paar frische Mopeds dazwischen sind. Ja. Nur eine kurze Frage. Kann ich das eigentlich ständig aufsetzen? Ja, definitiv Ölablassschraube ist wohl das tiefste. Also fetzt, wenn er aufsetzt, fetzt er. Räder müsst ihr euch mal von unten angucken. Glatt hier schlüpfen. Halt mal kurz an. Warte mal. Kann ich mal kurz mal runter? Ja. Deswegen soll ich mich angucken mit deiner Kamera? Ja. Ich kann nicht festsetzen. Also ich ja alles so rumlegen. Alter, du mal ehrlich. Immer diese tiefen Böcke. Machst du denn der Kopf weit wurf oder was? Nee, zum Runterstellen. Ach, zum Unterstellen? Ja, klar. Mit 3-0 in der Schwalbe ist besser. Ja, ja, das passt locker. Weil Pissi vorne ist scheiße. Ist eigentlich, wie hast du eigentlich den Reifen da durchgekriegt? Mit viel Gewalt. Und dann dauert das eine Woche. Dann musst du erst 5 Bar aufpusten, dann steht er auf der Hälfte. Dann wartet es eine Woche ohne Scheiße. Dann ist er wie gestretcht. Dann hebst du nochmal 5 und dann klack, ist er drauf. Also manchmal ja, manchmal nee. Das ist schon krass, oder? Also ich meine. Naja, schön.
schon wenig Reifen, ne? Da müssen wir die warm machen, die kann man auch mal machen. Genau. Warm gemacht immer ein bisschen und dann. Aber wie gesagt, die haben so überhaupt keinen Bock. Die springen drin, wo sie eingespeicht sind, in dem Ring springen sie ruf die Decken und dann sagen sie, hier ist Feierabend. Nimmst du denn nochmal einen Fahrradschlauch? Ja. Fahrrad und Moped, je nachdem, was da ist. Ne? Geht aber alles. Du hast das dazu. Ja, ist so, so was dürfen wir nicht posten. Das kannst du vergessen. Dann sind wir gleich wieder gesperrt. Dann sind wir gleich wieder gebannt. Hm? Gefällt dir, ne? Das ist ja auch nur eine Frage, ob das nur tief genug ist. Auf jeden Fall, hier ist es einiges tief genug. Krass, oder? So, was die im Fahrzeug haben so? Muss ich ehrlich sagen, bin ich ja echt begeistert. Und da das so eine Truppe ist, dass die so zusammenhalten. Schön. Ist echt gut. Guck mal, liegen die hier auf gerade? Nicht zurückrollen! So, ist natürlich total geil, dass die Jungs auch, sag ich mal, so einen krassen Aufwand betreiben und jetzt nochmal alle Mopeds eingeladen haben, um hier nochmal in eine andere Location zu fahren. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt hier ein paar coole Bilder machen, ein paar coole Aufnahmen, ein bisschen Porn und ich denke, das wird ganz geil. Du lässt uns dann irgendwo hier cool stehen, der andere hier vorne, weißt du, zwei, drei vielleicht drinnen. Und geht's noch nach oben? Nach oben geht's hin, ne? Nee. Wenn das Ding Schrott ist, was kostet das Ding? Ist ja nicht meine. Wie Ding? Dein? Ne, hier vorne. Achso. Ne, der kannst du nicht ruhig mal schrotten. Was? Ja, das war der Wind von hier kommt ja. Hast du gerade die Drohne geschrottet? Nee, die ist da oben nur hängen geblieben. Okay, die ist da nur hängen geblieben, da oben. Ach, sie jetzt wirklich gerade so zusammengeklappt? Er guckt oben. Ja, ja, ich wollte mal schon, weil die so außer gerade hier liegt. Aber ihr müsst schon wissen, wie viele Drohnen ihr hier habt, ne? Also, so ist nicht. Gut, das Einzige, was hätte jetzt passieren können, ist, dass ein Rotor abbricht, aber ist nie passiert. Von der anderen Seite, so ist das auch. Ja, ja, doch. Das war jetzt fünfte Welle, Alter. Das ist eine Hot-Stone-Massage. Ohne Scheiß, auf fünfte Welle. Ich muss ein Foto machen, wo sie schön qualmt, ja. Ja, hat die Bude nicht? Nee. Der Hinterreifen sieht aus wie mein Ex-Freund, ganz schön benutzt, du. Cool, dass alle da sind. Candy Customs. Ich hätte es selber nicht gedacht, dass die wirklich zu uns kommen. Also ich persönlich fühle mich mega geehrt. Maxe konnte nicht schlafen. Ich glaube, auch andere konnten von uns nicht schlafen. Doch, ich kann nicht schlafen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir konnten euch was bieten. Ich fühle mich wirklich mega geehrt, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Für, ich denke, ich spreche für Candy Customs. Und ich glaube... Machst du einen Abschluss, Ralf? Dankeschön! Direktmembraner.
Kasten auf. Hier, was du mit Druckausgleich machen willst. Na, im Endeffekt geht so ein dicker Zampenschlauch immer von dem, also von dem dicken. Ja, zeig uns das nachher. Genau. Der geht auf den Druckminderer, dann wird es runtergedrosselt, weil du schiebst ja 66 Bar in. Jo. Ich schraub eine Kartusche mit 66 Bar dagegen. Die schraubst du ruf und da geht dir schon das erste Mal der Verwalter. Weil wenn die immer abkracht und 66 Bar losschießen, dann hast du richtig Probleme. Ne? Ja, aber ohne Probleme. Und du drosselst die ja im Endeffekt nur runter. Mein Problem ist, jedes Mal, wenn ich das Moped eine längere Zeit stehen lassen will, müsstest du rein theoretisch Luft ablassen, Druckminderer komplett entspannen, dann wieder Druck hochheben, wieder befestigen. Und da ich das nicht jedes Mal mache, hat das Problem, er überschreitet immer seinen Maximaldruck. Dann schraubst du die Kartusche drin, du merkst, wie der olle Druckminderer zack, 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 immer höher auf, immer bis auf 15 Bar. Und dann pustet der Druckminderer ja schon ab, weil er sagt, ey, hier dürft nicht mehr durch, das ist viel zu viele. Und dann pustet der immer schon ab. Da hatte ich auch Angst vor, weil ihr kennt ja mein Glück. Kurz bevor ihr kommt, schraube ich das Ding drin und das Ding ist voll in den Arsch. Dann fange ich an, die halbe Karre wieder auseinanderzubauen. Ja, jetzt kannst du kaputt machen. Bei mir war halt wirklich wichtig, dass ich nicht auf Treffen stehe und nachher ist meine Batterie alle oder sonst und du hörst Presso, bis du sagst, okay, jetzt kann ich eine Runde Moped fahren, das ist doch totaler Mist. Bei der Story, dann ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit geahnt, ich denke mir, ja, nu, muss ich vorbei sein? Alles für die Hoha. War heftig. Auf jeden Fall war ein extrem schöner Tag hier. Damit verabschieden wir uns eigentlich auch, ne? Mit dem, ja. War auf jeden Fall geil. Wir kommen wieder. Tschüss. PC on me, got somebody. Touch up on my rum pum pum, he craving up the party. Got him talking dirty in the daylight. He be trying to weather, baby, no sight. Then we get a shingy, he's a Wi-Fi. Hit a wrong light. I know when he come, come, he ain't never gonna lay now. Hit it the night, run on, that's the way I wanna be, so. Don't think I'm the one, one, two, won't ever be enough. Makes him till I know, bitch, I ain't the one. Drinkin' till we naked, talkin' with our tongues. We just havin' fun, fun, fun. Come, come here.